Hallo liebe Werbefans, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Archery Basics. Wir befinden uns hier in unserem Lager und heute habe ich den Chris dabei. Wir werden heute gemeinsam Sehnenkerben nachbearbeiten, wenn diese eine scharfe Kante haben. Bevor wir loslegen, stelle ich dem Chris noch ein paar Fragen. Die erste wäre, wie entsteht denn eine scharfe Kante am Bogentipp? Ja, da gibt es zwei Gründe. Der erste ist natürlich genauso die Nachlässigkeit des Bogenbauers, wenn er nicht richtig schleift. Der zweite Grund ist, wir haben im Bogenkern immer noch Holz und Holz schwindet mit der Zeit. Das heißt, die Glaskante tritt hervor und kann scharfkantig werden. Die zweite Frage ist, wie sieht denn die Sehne aus, wenn sie einen scharfen Tipp hat? Also was passiert mit der Sehne dann? Ja, ist leicht zu erkennen, wenn in dem Bereich, wo die Umlenkung der Sehne ist, wenn sich da Fasern von der Sehne ablösen. Klar zu erkennen ist es, wenn ein Sehnenstrang durchtrennt ist. Wir fangen jetzt gleich an. Bevor es losgeht, wollen wir euch noch zeigen, was ihr alles dafür benötigt. Damit ihr eure Tipps ganz einfach zu Hause selbst bearbeiten könnt, braucht ihr ein Schleifpapier mit der Körnung 150. Wir reißen uns immer einen Streifen ab. Und zum Schluss, wenn ihr es bearbeitet habt, braucht ihr noch einmal Sehnenwachs. Um das leichter aufzutragen, nehmen wir noch einen Q-Tip dazu. Damit ihr loslegen könnt, braucht ihr noch einen Schraubstock, am besten mit Schutzbacken. Wer keinen Schraubstock hat, kann sich alternativ so eine Klemme nehmen, um den Bogen auf dem Tisch zu fixieren. Wir fangen jetzt an und spannen erstmal den Bogen fest in den Schraubstock ein. Und jetzt zeigt mir der Chris, wie ich das mit dem Schleifpapier mache, weil ich habe es selber noch nie gemacht. So, ich habe jetzt meinen Streifen Sandpapier, ca. 4 mm stark. Den ziehe ich durch die Kerbe in Richtung, wie die Sehne verläuft, und denke auch an die Kante, ca. 90 Grad in dem Bereich bewegt sich die Sehne. Schön rund, perfekt. So Lisa, die zweite Kerbe machst du. So. Ich hoffe, ich bekomme das genauso gut hin. So, jetzt kann der Chris mal kontrollieren, was ich hier gemacht habe. Ja, das sieht gut aus. Bisschen mehr vielleicht noch. Okay, machen wir nochmal. So. Sehr schön. Perfekt. Zum Versiegeln der geschleiften Stellen verwenden wir jetzt ganz einfach das Sehnenwachs. Muss man hier irgendwas beachten? Nur einfach gut auftragen, am besten mit dem Finger nochmal verfestigen und den Rest macht die Sehne selber. Perfekt. Wir haben jetzt die Sehnenkerbe von unserem Pendalon Blackfoot bearbeitet. Wenn ihr irgendwelche Fragen habt, stellt sie gerne in den Kommentaren oder auf unseren Social Media. Wir wünschen euch ganz viel Spaß beim selber Bearbeiten eurer Sehnenkerbe. Bis bald! Ciao!